Moin Leute, willkommen bei Comic Inn und willkommen zum nächsten Video meiner Sammlungsvorstellung. Ihr habt es gefordert, dass ich mal ein Päuschen mit Batman einlege und das mache ich jetzt auch. Aber nur kurz, danach geht's weiter in der Chronologie meiner Sammlung, denn die will ich nicht missen. Aber ich schiebe zwischendrin ein Variant-Cover. Variant-Cover, die ihr nochmal in meiner Sammlung sehen werdet, also wirklich Hefte, die ich zweimal habe aufgrund eines unterschiedlichen Covers. Hab natürlich auch Variant-Hefte, die ich nur einmal habe, weil mir das normale Cover nicht gefallen hat oder weil ich es nicht als nötig erachtet habe. Genauso habe ich hier günstige Hefte mal geschossen für die Sammlung und so sind die in dieser Kiste gelandet. Oder es hatte andere Gründe, aber das erfahren wir jetzt. Den Start macht ein Heft, wo ihr das Cover wahrscheinlich kennt durch mein Unter-der-Maske-Video. Dort habe ich es als Thumbnail benutzt. Spider-Man demaskiert. Wir befinden uns im Event Civil War. Nummer 2, um genau zu sein. Und in diesem Event gab es zwei Variants. Die habe ich beide. Das zweite kommt gleich. Fand ich cool. Habe ich für 5 Euro jeweils bekommen damals, glaube ich. Das Heft hat tatsächlich nur 3,95 gekostet damals. Hat auch keine Limitierung. Ist aber super cool. In Top-Zustand. Damals über eBay geschossen. Dann vermute ich mal, dass das zweite Variant-Cover davon auch keine Limitierung hat. Da ich nicht so viel Wert auf die Limitierung lege, klar, das ist was Schönes bei Variant-Covern, muss aber nicht sein. Oh doch, hier haben wir eine. Limitiert auf 777 Exemplare von der Comic Action 2007. Meine Fresse, das ist 10 Jahre her. Iron Man, tolles Cover, toller Hintergrund, das sieht einfach super aus. Iron Man triumphiert und somit wird die Civil War-Reihe abgeschlossen. Ja, man muss ja mal unterscheiden, für die Leute, die es nicht wissen, es gibt Variant-Cover. Die sind limitiert, die sind ein bisschen seltener. Was heißt seltener? Wertsteigerung darf man auch hier nicht erwarten. Es gibt Variant-Cover, die werden einfach so auf den Markt geschmissen, ohne Limitierung. Es gibt messeexklusive Variant-Cover, die dann meist auch eine noch niedrigere Auflage haben als die Variants eh schon. Also sagen wir mal generell 1000 und dann haben sie halt nur 555 oder 444. Dort wird ja oft mit diesen Zahlen gespielt. Gibt's alles in verschiedensten Formen und Varianten. Wer da ein bisschen was wissen will, einfach mal nachfragen. Dann, nächstes Event habe ich durchgereviewt, Infinity. Und das Ding hat mich 1,50 gekostet. Und ich finde es jetzt auch gar nicht mehr so toll. Klar, als Sammler ganz nett, aber jetzt, wo ich die Story kenne, die okay war, aber Spider-Woman ist nicht vorgekommen, den Kerl da hinten kenne ich nicht, den hier unten kenne ich nicht. Black Widow war auch nur ein Marketing-Gag, das einmal aufs Cover zu schreiben. Weiß ich nicht, also mittlerweile würde ich es mir nicht mehr kaufen, auch nicht für 1,50. Ist die Variant Cover Edition 2, hat hinten sogar einen Knick, oder? Ne, der war vorne irgendwo, also oben hat das irgendwo eine Delle damals durch den Versand. Limitiert auf 1500 Exemplare. Von hinten sieht es ganz geil aus, muss ich sagen. Aber 1500 Exemplare ist natürlich der Witz in Tüten schlechthin. Da kann man eigentlich schon gar nicht mehr von Limitierung sprechen. Und genau deswegen war es halt auch so günstig. Also Variant heißt nicht Wert, denn Wert wird anders erzielt, Angebot und Nachfrage. Und leider ist die Nachfrage nach Variants ziemlich gering in den meisten Fällen. Außer es ist wirklich geil oder es handelt sich um eine besondere Serie, eine sehr gehypte Serie, einen sehr gehypten Charakter, also irgendwie sowas. Ne? Wenn die Sachen knapp werden, dann steigt der Preis in der Regel auch, aber halt nicht oft. Dann ein weiteres Heft, das ich mir so heutzutage nicht mehr kaufen würde. Habe ich vor 2,5 Jahren gekauft, vor 3, irgendwie so. Infinity Nummer 4, die Sketch-Version. Ja, bringt einem eigentlich gar nichts, wenn man nicht irgendwo auf einer Messe ist, wo man wirklich den Zeichner der Heftreihe an sich trifft oder zumindest den Autor, der hier ein Autogramm draufschreiben kann oder was weiß ich. Denn ich finde, wenn da schon irgendjemand anders drauf kritzelt, ist es schon wieder uncool. Und so gar nichts ist, na, auch nicht so toll. Und ich gehe nicht davon aus, dass ich einen netten Herrn des Kreativteams dann irgendwann mal treffen würde. Auch hier finde ich es ganz schick, wie schlicht sie es hinten aufgebaut haben. Limitiert auf 444 Exemplare übrigens. Das hier ist noch gar nicht so lange her, dass ich es gekauft habe. Habe ich zumindest im Gefühl. Ist ein tolles Cover. Ich bin kein großer Scotty Young-Fan. Das Doofe ist, auch wenn ich das jetzt gesagt habe, ich habe ziemlich viele Scotty Young Variant Cover, naja, ein paar zumindest, weil der einfach so viel auf den Markt schmeißt, dass man zwangsläufig irgendwann welche hat. Auch durch doofe Zufälle, wie zum Beispiel Civil War 2, wo ich das normale Heft nicht gefunden habe zur Nummer 1 und dann zwangsläufig auf Scotty Young umschweifen musste. Das hier ist echt cool. Ich mag ja Black Bolt sehr gerne, Inhuman. Thanos ist auch cool und das Cover ist wirklich mal ganz nice.
Das ist Infinity Nummer. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich guck mal nach. Das ist die Nummer 3, also habe ich es jetzt vorgezogen, um Gottes Willen. Limitiert ebenfalls wieder auf 777 Exemplare. Leider eine kleine Macke oben, sieht man jetzt vielleicht nicht, aber die Pappcover, die sind ja immer überzogen mit so einer Plastikschicht, ne? Und die löst sich da oben so ein bisschen. Macht aber nichts. War auch ziemlich günstig bei eBay und das Cover ist auf jeden Fall ein tolles, was ich heutzutage auch nochmal kaufen würde. Ja, nächstes Event. Wir haben Original Sin Nummer 1, wieder Scotty Young. Obwohl ich ihn nicht mag, wieder Scotty Young, weil ich das doch recht humorvoll fand mit Deadpool hier. Das war auch die Zeit, wo Deadpool noch gar nicht so krass gehypt war. Klar, der hat schon Hype seit seiner ersten Ongoing-Serie hier in Deutschland, bin ich der Meinung. Dann kam so langsam die Sonderbände raus und das ist so stetig gestiegen bis hin zum Kinofilm, wo alles eskaliert ist. Und da waren das noch so besondere Sachen für mich, wo man Deadpool drauf hat. Und die haben mich auch immer sehr, sehr gereizt. Oh, das Original Sin ist auch echt fett, ist aber nicht limitiert, wie ihr seht. Das seht ihr immer sehr gut daran, wenn hinten nichts drauf ist in Sachen Schriftzug und dann noch Limitierung, Preis, dann wisst ihr, das ist nicht limitiert. Hierzu gibt es ein sauteures Variant. Da ist der Watu drauf, der Watcher. 60 Euro, da seid ihr bestimmt mit dabei. Da sieht man ihn tot auf dem Mond, wenn ich mich richtig erinnere. Ein ganz tolles Cover, künstlerisch sehr wertvoll. Super geiles Ding, aber halt leider fast unbezahlbar. Dann Axis Nummer 4 mit Doctor Strange. Eine Zeit, wo Doctor Strange noch eigentlich nie auf Covern aufgetaucht ist bei uns. Jetzt durch den Kinofilm hat sich das natürlich auch geändert und wir können mit ihm werben. Nichtsdestotrotz, warum habe ich das? Comic Action 2015, Essen, meine erste Messe, da habe ich einfach alles mitgenommen. Alles, was ich von Panini in die Finger bekommen konnte. Zu meinem großen Glück gab es damals viel mehr DC-Variants als Marvel in diesem Jahr. Und ja, das hat mich als DC-Liebhaber natürlich sehr zufriedengestellt. Ich sehe gerade hinten, sieht das ziemlich geil aus, das Heft. Das hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Mit Medusa, mit wen haben wir hier? Magneto, geil, Doctor Strange, Scarlet Witch, also das ist schon cool, das sieht geil aus. Und es ist limitiert auf 333 Exemplare. Da kommen wir schon in die Region, wo es ein bisschen interessanter wird, auch in Sachen Wertsteigerung. Aber auch das Ding hier sollte man noch für Coverpreis bekommen, habe ich zumindest letztens mal irgendwo gesehen. Nächstes Event, nächste Variants, Scotty Young. Nummer 1 von Secret Wars. Scott Young hat einfach so pervers viele Marvel-Variants. Und dann noch die letzte Nummer von Secret Wars. War das die 8 oder die 9? Wie viel gab es denn da? Ich tippe jetzt mal auf 9. Auch hier schauen wir mal, auf wie viel die Limitierung gesetzt ist. Bei der Nummer 1 haben wir 555 Exemplare. Ja, finde ich jetzt auch nicht mehr so cool, das Variant. Aber das war genau der Fall wie bei Civil War 2. Dass ich das normale Cover im ersten Moment nicht bekommen habe und dann auf das hier ausweichen musste, zwangsläufig. Eigentlich ein bisschen doof, da ich ja eh kein aktueller Leser bin und ruhig noch hätte warten können. Aber wenn es schon mal da liegt, dann nehme ich es natürlich auch mit. Und das ist die 9 tatsächlich, ebenfalls 777 Exemplare. Das finde ich schon viel geiler, das Cover. Ist zwar vom Stil her wie immer das gleiche, aber ich mag es irgendwie, wie Mr. Fantastic dort mit Dr. Doom um die Welt kämpft und die dabei zerbricht. Das ist ein schönes Motiv auf jeden Fall. Und ich mag es auch, dass der Hintergrund so schlicht weiß gehalten ist. Marvel Now und Deadpool. Wie gesagt, Deadpool war ich eine Zeit lang richtig scharf auf die Variants und deswegen sind auch einige Hefte dann doppelt in meine Sammlung gekommen. Wir haben hier Deadpool Wolverine, das war ja damals zusammen in einem Heft, um Wolverine zu pushen. Bitter genug. Nummer 24, limitiert auf 555 Exemplare, irgendwann mal günstig geschossen. Würde ich heutzutage auch nicht mehr so mitnehmen, wenn ich schon das normale Heft habe. Jetzt würde ich schon sagen, das andere Heft. Das andere Heft kommt jetzt, die Nummer 25. Ich war's nicht, sagt er. Das war ja die Zeit, wo Wolverine da wieder gestorben ist. Limitiert auf 666 Exemplare, also auch nicht der Rede wert, aber was ist das schon? Ich mag das auch ganz ehrlich, dass sie bei den Variants sehr oft die Pappcover nutzen, nicht immer, muss man auch sagen, nicht immer. Und im HCs sind da natürlich noch mal krasser limitiert, das habe ich auch ganz vergessen zu sagen. Hardcover, die dicken Dinger, die kosten natürlich auch ein ganzes Stück, sind höchstens auf
222, 444 limitiert. Meist so im 222er Bereich, aber da zahlt man sich halt auch dumm und dämlich. Dann ein Cover, was ich brutal geil finde. Eins der wenigen Variants, was ich von Comic Culture habe. Deadpool Special 2 müsste es sein. Ihr kennt ja sicherlich das Cover, wo dieses Rekordcover von Deadpool Special 2, wo seine Hochzeit ist und so arsch viele Charaktere da sind auf dem Cover. Und dann extra noch eine Legende dabei ist, welcher Charakter wo und wo steht. Das ist schon sehr geil. Geiler Fanservice auch. Und das hier ist super geil. Ich hol's auch mal raus. Getrimmt als Einladungskarte. Auch die Pappe hier, die ist so rau. Ihr kennt diese Hochzeitseinladungskarten. Jeder kennt die Dinger. Fühlt sich genauso an. Super geil. Dann natürlich Gold. Und ach, ist das schön. Einladung zu unserer Hochzeit. Super toll. Und auch hinten sieht das geil aus. Limitiert auf 666. Aber das hier ist so eins der wenigen Hefte, wo eine kleine Wertsteigerung eingetreten ist. Ich kann es absolut nachvollziehen. Das ist innovativ. Das ist neu. Das ist cool. Kann ich absolut verstehen. Und ich zeige euch auch nochmal, was ich meinte mit dem Rekordcover. Denn das ist hier direkt nochmal hinter. Schön, oder? Super schön. Und dann haben wir noch einen kleinen Text zur Hochzeit. Ne? Toll. Also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Ich weiß nicht, wie das Ding in den USA aussah. Aber Panini hat hier einen großartigen Job geleistet. Das gute Stück hier ist bekannt aus der Musikbranche und wurde mittlerweile gefühlt unzählige Male auf die Comicwelt übertragen. Batgirl hat eine Adaption bekommen und auch Deadpool. Deadpool Special 6, auch Comic Action 2015, limitiert auf 999 Exemplare. Steht sogar drauf, Variant Cover Edition, exklusive Cover, Erstveröffentlichung von Scott Koblish. Ein Heft, wo ich auf jeden Fall Wertsteigerung erwartet hätte, die aber, soweit ich weiß, ebenfalls ausgeblieben ist. Der Tod von Wolverine, Nummer 1, das ist die Adamantium-Variant-Version. Die hat damals, wenn ich mich nicht ganz täusche, 11 Euro gekostet. Habe ich auch aus dem Comic Room Hamburg, wo ich wirklich viele Variants her habe. Limitiert auf 666 Exemplare. Das ist ein wunderschönes Heft, ja. Dieser Glanzeffekt, den kennen wir von DC Rebirth. Super geil mit den Purple-Farben hier. Und ich mag das echt, dass die hier das so ganz schlicht halten und die Limitierung dann vielleicht noch drunter hauen. Das gefällt mir sehr gut. Ja, das fällt auch in diese Tod von Wolverine-Geschichte, wo auch schon das eine Deadpool-Variant dabei war. Wobei Deadpool lässt sich ja nur schwer sagen, weil es die Deadpool-Wolverine-Serie halt war. Beide Heftserien. Und dann habe ich als nächstes von der Comic Action 2015 ebenfalls wieder ein Heft, das so an sich nicht gut ist, beziehungsweise ein Band. Aber er bedeutet mir trotzdem viel und das ist es halt. Es gibt Hefte, Comics, die müssen nicht sonderlich gut sein, die haben aber imaginären Wert. Und da passt dieser Sonderband Deadpool Kunst des Krieges auf jeden Fall dazu. Das Variant hier hat, ich denke mal, 20 Euro gekostet. Das hat 20 Euro gekostet, limitiert auf 555 Exemplare. Also wie gesagt, damals bei der Comic Action 2015 habe ich alles mitgenommen, was ging. Außer ein Green Arrow Hardcover, weil ja, da habe ich mich noch nicht so für Green Arrow interessiert und auch die Hardcover waren mir einfach zu teuer mit meinem kleinen Studentengehalt. Das konnte ich mir dann doch nicht leisten. Das war, glaube ich, damals zu dem Zeitpunkt mein absolut teuerster Comic-Einkauf mit 117 Euro und das nur für Variants am Panini stand. Das war schon eine krasse Hausnummer für mich. Marvel All New, All Different. Auch da habe ich ein Variant. Deadpool. Hier musste ich beide Varianten haben, weil Deadpool, ja, ist einer meiner Lieblingscharaktere, weil er einfach frisch ist und ich mag Deadpool einfach. Ich habe auch noch von Spider-Man All New, All Different das Variant. Da habe ich aber auch nur das Variant. Deswegen seht ihr es hier nicht, sondern es ist hinten in meiner Sammlung. Da habe ich mir auch überlegt, ach komm, nimmst du die eins mit? Ja, wenn dann als Variant. Vielleicht liest du weiter, vielleicht steigst du richtig in die Serie ein. Hat sich nicht ergeben, deswegen habe ich tatsächlich nur die 1 und jetzt zur Klonverschwörung bin ich wieder dabei. Hierfür müsste es eigentlich auch keine Auflage geben oder hatte das 1000? Nee. Ach, hier sieht man sogar, da haben sie diesen schlichten Hintergrund genommen ohne Limitierung. Ne? Soll es also auch geben. Variant Cover A sagt uns auch, dass es noch ein Variant Cover B gibt. Zu All New, All Different gab es, glaube ich, immer mindestens 2 Variants für die Nummer 1. Hier das Deadpool. Ach, das finde ich schon ganz cool. Das gefällt mir. So, dann nächstes.
was keine Limitierung hat, kann ich euch jetzt schon sagen. Das ist Thor, Iron Man Thor, damals die Heftserie, die Nummer 1, wo es dann plötzlich die weibliche Thor gab. Für mich was ganz Neues, fand ich sehr erstaunlich, fand ich sehr cool. Und das Variant mag ich auch sehr gern. Das hat zwar keine Limitierung, überhaupt keinen Wert, aber das ist einfach geil, feier ich hart. Und weil ich das hier so hart gefeiert habe, wollte ich mir auch noch unbedingt das andere Variant holen, das aber total doof ist und das ich so auch nie kaufen würde, nochmal zumindest. Ja, Scotty Young, was soll ich sagen? Das ist nichts. Nee, finde ich nicht cool. Jetzt habe ich noch zwei Stück und eins davon ist vor den ganzen Reboots. Spider-Man Nummer 81 Variant. Super geil. Habe ich damals auch mitgenommen, weil ich da in der Spidey-Serie drin war. Und ja, da habe ich auch neben dem normalen Heft immer das Variant mitgenommen. Aber jetzt lasst mich mal überlegen. Oh, ich glaube, ich habe ein Variant hinten in meiner Sammlung vergessen. Ich gucke gleich extra mal nach für euch. Hier steht keine Limitierung drauf, dementsprechend dürfte es auch keine geben. Ah, hinten sieht man noch, guck mal, was das für Zeiten waren. Da ist gerade die erste Deadpool-Heft-Serie gestartet. Das waren noch großartige Zeiten. Ärgert mich tierisch, dass es jetzt gereprintet wird. Damit macht man den deutschen Heftmarkt kaputt, würde ich mal so behaupten. Zumindest was die Wertentwicklung, die Preissteigerung betrifft. Das sind zumindest mal Comics, an die man nicht so ganz leicht rankommt. Und sowas muss einfach sein, wenn man Sachen sammelt, finde ich. Ja, aber Reprint wird kaputt gemacht, allein für den Absatz. Nun gut. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt und da war tatsächlich kein Spidey mehr als Variant. Also war es nur das gewesen. Dann als letztes, A vs. X, Avengers vs. X-Men. Ein Event, das mir so lala gefallen hat. Das war, ach ja, unterhaltsam. Das Hauptevent war ganz gut, war okay, nichts Besonderes. Die Tie-Ins, die waren leider nicht so, also überhaupt nicht meins, muss ich sagen. Außer die X-Men-Geschichte, die war ganz cool. Wobei das Event an sich ja eigentlich auch schon fast nur X-Men war, muss man sagen. Ja, aber ja, war nichts Besonderes. Und das hier habe ich auch mal ganz billig bei eBay geschossen. Das Cover ist nämlich auch nichts Besonderes, mag ich mal so behaupten. Variant Cover Edition 2 von dem ersten Heft hat auch keine Limitierung. Ja, würde ich so auch nicht nochmal kaufen. Ja, für 1 Euro für die Sammlung natürlich, aber jetzt nicht bewusst, wenn ich es im Laden sehen würde und ich würde denken, yes, muss ich haben. Nee, muss ich nicht. Nun gut, das war Marvel. Das war mal ein Ausflug in meine Variant-Ecke. Ich habe noch einiges an DC hier rumfliegen, aber das seht ihr ein andermal. Mal gucken, ob es nächstes Mal schon mit Batman weitergeht oder ob ihr nochmal ein paar Variants sehen wollt. Wenn ja, schreibt mir fleißig in die Kommentare, würde mich interessieren und so ein bisschen will ich euren Wünschen ja auch folgen. Das war euer Comic-In, bis denn.